5. Heute schauen wir uns an, wie der Construction Script funktioniert im Vergleich zum Event Graph. Und los geht's. Also hier bin ich im Third-Person-Template und wir erstellen uns eine Class, Blueprint Class. Wir gehen dazu Content, rechte Maustaste, Blueprint Class. Ziel wird der Übung sein, dass wir verschiedene Komponenten reinstellen und mal schauen, wie sie sich verhalten zwischen dem Construction Script und dem Event Graph. Ja? Also wir stellen schon mal einen Cube rein. Ja? Cube, den können wir hochziehen. Und dann tun wir noch eine Lichtkomponente, Light Component rein. So. Können wir noch reinstellen. Und ja, Text. Ja, Text. Und den Textbaum müssen wir jetzt nicht. So, jetzt müssen wir uns nicht parenten oder so. Text. Legen wir hier hin. Beim Text klicken wir den Text, Textkomponente an und stehen hier auf Center und auf die Größe nehmen wir mal etwas Großes, 40, ja, gut lesbar. Und Lichtkomponente schauen wir ja, ein bisschen höher. Und genau, so. Also, Construction Script. Hier haben wir ja ein Viewport, das ist das, was wir hier sehen, welche Komponenten sind. Hier haben wir ein Event Graph und ein Construction Graph, Script. Der Event Graph und der Construction Script sind ähnlich. Also man kann, was man im Event Graph machen kann, kann man auch, es ist genauso im Blueprint, kann man auch hier mit Nodes arbeiten. Der Unterschied dabei ist, dass wir im Event Graph meistens immer nach diesem Play ausgeführt wird. Also zum Beispiel Event Begin Play. Ja? Und, oder wenn ein Actor, quasi der Character etwas berührt. Also alles, was im Spiel passiert, wird dann quasi geändert hier. Und im Construction Script wird alles schon vorher, sobald wir das Spiel kompilieren, wird der Befehl ausgeführt. Das können wir uns mal konkret anschauen. Wir nehmen zum Beispiel Folgendes. Wir wollen einmal den Text ändern und einmal Lichtkomponente ändern. Und zwar einmal also Text Render und den Inhalt schreiben wir in Z Text, ja, hier, so. So, und dieser Value ist ja quasi der Inhalt vom Text, da drücken wir die rechte Maustaste und steht hier, ja, die Variable Text, ja, die ist definiert. So, wir wollen das später draußen, also im Viewport oder im Details editieren für alle Instanzen. Also klicken wir hier einmal drauf, Instance Editable, Compile. So, jetzt wollen wir auch die Lichtkomponente, da wollen wir zum Beispiel die Farbe ändern. Set Color, oder schreiben wir nur Color hin, Color. Set Light Color, ja. Set Light Color. So. Und das ist ja, damit mit diesem Panel ändern wir die Farbe. Da klicken wir, ziehen wir das Ganze auch raus und tun das auch eine Variable daraus erstellen und schreiben hier hin Lichtfarbe. Ja. Ja. Und ja, machen wir noch was anderes. Set Intensity, ja. Set Intensity. Und dann das auch zu einer Variable, ja. Das ist die Intensität des Lichts. Lichtintensität, ja. So. So, die beiden klicken wir nochmal an, damit es public wird. Compile. So. Das ist im Construction Script. Das markieren wir erst einmal und drücken Steuerung X und Steuerung V. Erst einmal probieren wir das Ganze mal mit dem Begin Play, ja? So. Genau. Compilen. Jetzt haben wir unsere Blueprint Class. Jetzt setzen wir das mal alles hier rein. Ja? Docker Layout. Ja? Setzen wir mal rein. Reinsetzen. Genau.
So, jetzt können wir ja, weil wir Instance Editable bei den Variablen gemacht haben, die einzelnen Werte ändern. Zum Beispiel sagen wir mal für diese Instanz hier, schreiben wir hin, hallo. Ja. Die Schriften sind etwas falsch herum, oder? Sehe ich das? Ja. So, also hallo. Da schreiben wir hin. Okay, oder schreiben wir uns die Farben rein. Rot. Roter. Roter Phönix, ja. Roter Phönix. Und die Lichtintensität machen wir mal 1000. Blauer Drache. Und dann die Lichtfarbe können wir ja hier ändern, indem wir hier blau nehmen. Dann nehmen wir hier mal 5000. Ja. Und klicken hier diese Instanz und schreiben hier hin, ja, grüne Kobold. Dann klicken hier die Lichtfarbe ein, grün, ja. Und die letzte Instanz, da schreiben wir hin, schwarzer Cyborg. Also Cyborg und dann schwarz. Und dann nehmen wir hier 6000. Aber schwarz ist ja keine Farbe, sondern ja, machen wir weiß. Ja. So. Also, ihr seht, es hat sich nichts verändert. Ja? Warum? Weil im Eventcraft diese Befehle, diesen ganzen Befehle der Veränderung von Lichtfarbe, der Texte und der Intensität erst mit dem Event Begin Play passiert. Also sobald ich auf diesen Play drücke, wird sich die Veränderung durchführen, aber vorher nicht. Ja? Also das probieren wir mal aus. Wir gehen hier drauf und klicken in New Editor Window. Ja, genau. Damit man die Farbe noch besser sieht, drücke ich mal die Directional Light mal raus, ja, da sieht man die Farbe noch besser. So, und Play. Ja, hier ist nichts, das ist blau. Ja, die Intensität ist anscheinend zu niedrig. Also schauen wir uns mal hier habe ich ja gar keine Intensität. 10.000, nehmen wir hier mal Türkis. Ja. 8000, ja, und Play, ja, jetzt sieht man es schon besser, ja, so, also, sobald ich erst auf diese, auf den Play gehe, verändert sich etwas, dann übernimmt das Programm, aber der Construction Script funktioniert da anders, ja, der Construction Script verändert quasi alles, sobald ich auf Compile drücke, das können wir uns mal anschauen, also, hier, Compile, und da sieht man schon, ja, alles hat sich verändert. Also ich bin nicht im Spielmodus, ich habe auch nicht das Spiel gestartet, sondern es verändert die ganzen Eigenschaften quasi im Moment des, also der Editierbarkeit. Ja. Also im Moment der Veränderung können wir alles, ja, ohne das Spiel zu starten, verändern. Also wir könnten quasi theoretisch hier auf eine Farbe gehen und alles verändern, ja. Wir könnten die Intensität erhöhen, ja. Ja. Wir könnten die Farbe, den Text erhöhen, ja. Ja. Herr der Ringe. Ja. Ja. Wir könnten hier die Intensität, ja. Also der Construction Script verändert alles, bevor man das Spiel startet. Das muss man nur mitgenommen haben. Es ist sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel bei Spielen mal schauen will, was eine Funktion, welche Auswirkungen Funktion hat. Oder wenn man schon vor dem Spielstart zum Beispiel ein Lichtsetting aufbauen will, ja, und vorher ein Bild machen kann, bevor man das Spiel startet, auch mal zu schauen, wie sieht die Stimmung aus, wie wirkt die Stimmung auf einen Spieler. Ja, das ist eigentlich ziemlich hilfreich. Gut, also was wir mitnehmen müssen, ist der Construction Script ist ein Script, der ausgeführt wird, bevor man Begin Play, bevor man das Spiel startet, und der Event Graph beginnt erst, nachdem das Spiel gestartet ist.
So, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.